Was ist das denn? Ist das etwa... Ist das ein Podcast? Warum liegt da ein Podcast? Oh, weil heute die mit Abstand beste Folge aller Zeiten ist. Woo! Echt? Ja, ey, auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, weil... Trommel, wie schlecht ist der Trommel? Ja. Weil die NBA wieder los. Ach ja. Ja, wir haben heute so viele Themen. Wir reden über die NBA. Wir müssen noch unsere Lieblingskinderserien abarbeiten. Mhm. In diesem Paketchen. Was ist in dem Paket? Ist vielleicht eine kleine Überraschung für Flo. Was, Junge? Jetzt aber bevor wir starten, bevor wir mit den Songs der Woche starten, mit dem Tönnies der Woche, mit den Highlights der Woche, muss ich als San Francisco 49ers Fan einmal komplett abkotzen. Weil ungefähr 5 Minuten, bevor ich losgefahren bin zu Flo, ich die Meldung bekommen habe, dass Jamal Adams, der in meinen Augen beste Verteidiger der NFL, von den New York Jets zu den Seahawks wechselt. Yeah. Und ich einfach nur... Boom 2.0. Das heißt, Jamal Adams und Andre Hopkins, die beiden besten Trades dieses Jahr, beide in die Division von den 49ers. Wir reden ja nächste Woche noch über die NFL. Wow. Junge, 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 ich sehe den Super Bowl langsam bröseln, ey. Ja. Scheiße. Okay, okay, kommen wir noch zu. Was wir heute machen, wir reden über die NBA, wie wir glauben, wie die Finals aussehen werden. Wir beide tippen, das heißt, wir können uns auch, wenn die NBA durch ist, ein bisschen angucken, wer hatte Recht, wer hatte Unrecht, was hat gar nicht gepasst, was war ganz cool. Gucken wir uns alles mal an, aber bevor das passiert, quatschen wir ganz kurz über unsere Songs der Woche. Voll gut, ey. Ja. Das war geil. Ey, als hätten wir das wochenlang einstudiert, ey. ich habe den Titel von deinem Song vergessen. Ich kenne ihn. Ich habe ihn mir angehört. Ich kannte ihn auch also schon vorher. Also die Band heißt Neverland and Ashes featuring Ghost Kid. Ghost Kid, ehemaliger Sänger von Eskimo Callboy. Sushi, genau. Sushi, genau. Und der Song heißt Miles and Miles. Ist so... Ja, ein ganz gut melodischer Metalcore-Song. Nichts Besonderes, aber irgendwie hatte ich da Bock drauf. Die Melodien haben mir gefallen und deswegen... Das wollte ich dich auch fragen, weil das ist, weiß Gott, kein schlechter Song. Nee. Aber ich finde den auch so ein bisschen 0815. Deswegen war ich verwundert, dass das dein Song der Woche ist. Ja, irgendwie, ne, den kann man so nebenbei hören. So, ne? Ich hab noch Urlaub und ne, wenn du dann die Wohnung aufräumst oder Auto fährst oder so, den kannst du einfach so nebenbei zu allem so laufen lassen. Singst du den auch manchmal mit im Auto? Nein, ich sing nicht. Singst du den nie mit? Nein. Ich wette, die Leute wollen wissen, wie sich das anhört. Nein. Flo, wenn du jetzt singst, könnte das Hashtag Ehrenflo 3.0 nein, bedeuten. Ey, das ist deine Chance. Komm, 3, 2, 1. Ah, okay. Leute, ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Ich habe alles gegeben. Ich mache alles, aber singen ist nicht so gut. Mein Song der Woche ist The Kid Laroi, Goodbye. Oder heißt der Goodbye? Ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Song. Oh, weißt du nicht, wie dein Song der Woche heißt? Ey, der Witz. Tell me why. Tell me why it's so hard to say goodbye, genau. Ja, ich habe den Song gehört. The Kid Laroi kann ich davor nur von ein paar Features. Ich fand den immer ganz cool. Und der Song, den kann man auch wirklich gut nebenbei hören. Der Grund, warum ich den eigentlich feier, ist, The Kid Laroi war ja relativ dicke mit Juicy WRLD. Und der Song behandelt quasi den Verlust von Juicy WRLD für ihn. Ja, und ich meine, ist immer so ein bisschen 0815, weil ja sehr viele, auch Juicy WRLD, an einer Überdosis verstorben sind. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass die Thematik, egal wie oft das leider immer wieder passiert heutzutage, nicht totgeschwiegen wird. Weil es ist immer noch ein großes Problem, vielleicht größer als jemals zuvor. Und gleichzeitig ist der Song super chillig. Und worauf ich ja auch hoffe, dass der Song vielleicht so ein bisschen der Durchbruch für The Kid Laroi wird, weil von dem Jungen hätte ich gerne ein eigenständiges Album, sag ich ganz ehrlich. Okay. Ja, ich fand ihn, also jetzt macht es auch Sinn, weil ich fand ihn halt auch, er klang halt echt so nach Juicy WRLD, ein bisschen Lil Peep, ein bisschen Post Malone, ging halt so voll in die Schiene rein. Und wenn die sich halt kannten, dann erklärt das alles. Ja, Was war denn dein Highlight der Woche? Wir haben gar nicht so viel gequatscht diese Woche, glaube ich. Ne? Ich bin selber gespannt, was du jetzt erzählst. Mein Highlight der Woche. Da ich ja noch Urlaub habe, habe ich eigentlich wenig gemacht und deswegen hatte ich wenig Highlights. Das Einzige, was wirklich cool war, gestern war ich mit alten Arbeitskollegen, waren wir grillen.
waren 10 Leute, darf man ja bei Corona noch bis zu 10. Im Schrebergarten haben wir schön gegrillt, bisschen was getrunken, Musik gehört, über alte Zeiten geredet. Nice. Einer hatte eine Nintendo Switch dabei, haben ein bisschen gezockt. War ein geiler Abend, war, ja, macht Bock auf mehr. So. Das, ja. Und gleich hat der Flo noch ein Date. Das ist kein Date, ja. Hashtag Flirty Flo. Flirty Flo. Das war ein neuer Twitch-Name, Flirty Flo. Flirty Flo, Leute, ey, macht's möglich, bitte. Aber oh, würde ich feiern. Irgendwann hat Flo da einen eigenen Flirt-Podcast. So wie, ja, so wie Domian. Dann rufen dich immer die Mädels an und fragen, hey, da ist so ein Typ und ich weiß nicht, wie ich den rumkriegen soll. Und du sagst dann, hey, Baby, atme erst. Oh nee, jetzt kann ich gleich wieder schneiden. Ey. Oh Mann, ey. Okay. So, da sind wir wieder. Das ist immer das Problem, weil ich wette, von 100 Leuten verstehen 99, dass das ein Witz war. Das war ein Witz, ja. Wenn uns überhaupt jemals 100 Leute zuhören. Aber die eine Person fühlt sich dann angegriffen. Ah, Leute, oh, es war ein Witz, der aus der Situation herauskam. Ja. Und, Flirty Flo. Ich bringe Weisheit des Tages, Mann. Ja. Ja. Genau. Will zum Team rumkriegen. Junge, sag es doch nicht schon wieder! Hey, Junge, ist egal. Ist doch nicht so schlimm. Ist okay. Ist okay. Also ihr merkt schon, wenn ihr irgendwie tiefgründige Fragen auf Antworten sucht, die euch schon das Leben lang beschäftigen, schreibt es in die Kommentare, Hashtag FlirtyFlo. Ihr werdet hier alle Antworten bekommen. Ja. Auch wenn ich das Gefühl habe, es ist immer die gleiche. Ich bin so schlecht in Mathe, was soll ich machen? Ja, ohne Scheiß, ey. Du kannst die Antwort auf viele, auf viele Fragen. Ich habe eine schlechte Somi-Note. Ja, was soll ich sagen? So, warte mal. Wir kommen. Ich habe ein Knöllchen. Wie will ich mein Knöllchen? Leute. Das ging schnell heute. Okay. Ja, jetzt ist mein Highlight der Woche richtig Mist, ey. So. Ich meine, Hashtag Campermax machen wir jetzt, ey. Campermax? Wie meinst du das? Ich war gestern in der Nähe von Trier, hab einen Kumpel besucht, habe ich auch bestimmt schon ein Jahr nicht mehr gesehen. Wie das halt so ist, ne? Wir sind so ein bisschen durch die Berge da gewandert, durch die Landschaften. Viele Weinberge, richtig cool. Da getrunken? Getrunken haben wir in selbstgemachte Medizin quasi. Mein Kumpel hat so ein bisschen Magenprobleme und hat versucht, sich selber Ibogast anzusetzen mit Korn und ein paar Kräutern aus der Apotheke. Ja, ist gut gebrummt, ne? Schmeckt unfassbar seltsam, aber na egal. Auf jeden Fall hat er so ein kleines Vordach irgendwie. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich so, ey, ohne Witz, wenn ich hier wohnen würde, ich würde jede Nacht, wenn es nicht regnet, hier draußen pennen. Da habe ich ihn so angeguckt und meinte, hey, warte mal, ich penne einfach hier heute. Und dann habe ich meine Isomatte da hingelegt, meinen Schlafsack. Dann habe ich draußen gepennt und bin nachts wach geworden. Strömender Regen. Ja, aber war ganz cool. Also für mich als Stadtkind mal wieder draußen zu pennen unter freiem Himmel, war schon ganz cool. Und es ist so abgefahren, er wohnt halt mitten auf dem Dorf. Und du hörst nachts nichts. Obwohl du mitten in der Wohnsiedlung bist, du hörst nur die Grillen zirpen. Mhm. Also für mich als Stadtkind war das schon echt ein Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut. Und das zweite Highlight ist, dass ich kein Tönnies der Woche habe. Ich kann mich an nichts erinnern, was komplett kacke war diese Woche. Ich habe... Doch, das muss ich noch kurz sagen. Das fand ich ganz cool. Das ist kein Tönnies der Woche, aber... Es wurde ja ein neues Foto von Rabbi Matondo gesichtet. Jo, hast du das mitgekriegt? Im Schalke-Trikot. Im Schalke-Trikot? Ja. Auf einem schwarz-gelben Sportgerät. Und dann hat ein Magazin hat dann daraus quasi so ein Eklat gemacht, so die Überschrift, so Matondo kann's nicht lassen. Und die erste Hälfte des Vortrags so richtig geschrieben, wie so ein Hass, so von wegen, wie kann er jetzt nochmal mit schwarz-gelb trainieren? Und im Endeffekt dann so der Twist, hey Leute, natürlich hat er gar nichts falsch gemacht. Nur mal, wie einfach es heutzutage in den Medien ist, Leute zu beeinflussen. Ja. Weil wenn man wirklich sich nicht den Artikel durchgelesen hat, sondern nur die Überschrift, dann stand da, Rabbi Matondo trainiert schon wieder in Schwarz-Gelb. Und ey, es gibt so viele Leute, die nur die Überschriften lesen. Also egal, was ihr macht, egal, ob ihr unseren Podcast hört oder Zeitung lest, Facebook, Instagram, egal, was ihr da an News hört,
hinterfragt alles. Gerade ja, und heutzutage. Alles zu Ende lesen. Ja. Ne? Nicht nur auf die Überschrift ist so, teilweise so, halt so ein typischer Eyecatcher. Man hat eigentlich mit dem Artikel nichts zu tun. Man ist so leicht manipulierbar. Und ey, Ravi Matondo, wir haben es letzte Woche schon gesagt, geil, dass du arbeitest, ja. Workouts machst, zieh durch. Das ist der einzige Schalke-Spieler, der nicht bei Workouts ist. Ist so, zieh durch, Ravi, zieh einfach durch. Du bist ein geiler Typ. Das ist ernsthaft, das ist wirklich der Einzige, der in den sozialen Netzwerken Workout postet. Ist so, ist so. So, mein Lieber. Ja, habe ich einen Tennis der Woche? Hast mich gar nicht gefragt, ne? Oh, Entschuldigung, hast du einen Tennis der Woche? Nö. Ja, guck mal. Ja. Sprupapa, kein... Ich habe eine, wie soll ich das nennen, den Ehrenmann der Woche. Den Ehrenmann der Woche, okay. Ich muss einmal ganz kurz, ich weiß gerade, mir fällt gerade nicht der Name ein, das ist natürlich jetzt schlecht vorbereitet von mir. Ist denn jemand, den du kennst oder nein, einfach nein, jetzt nein, irgendwas, einfach was du eine mitbekommen Aktion hast? Von einer Person und diese Aktion fand ich so... beeindruckend, ja, das wollte ich nochmal loswerden. Und zwar, warte, ich muss es eben raussuchen. Ich will ja hier keinen. Kennt man die Person denn oder ist das wirklich jemand Unbekanntes? Nee, also ja, man kennt sie. Also, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ja, okay. Was ist es denn jetzt okay, hier? Okay. Ach, fuck. Okay, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ein Spieler von den Kansas City Chiefs, der nebenbei, also man sagt nebenbei, aber der studierter Arzt ist und auch gearbeitet hat und jetzt auch während der Corona-Krise halt im Krankenhaus tätig ist, hat gesagt, er will unter den ganzen Umständen diese Saison nicht spielen und arbeitet als Arzt weiter. Finde ich cool. Ist korrekt, ja. Finde ich mega korrekt. Weil die ganzen Konzepte, da gehen wir gleich nochmal so ein bisschen drauf ein, sind halt, also gut, bei der NBA ist das gut, da gehen wir gleich noch drauf ein. Bei der NFL ist halt immer so ein bisschen schwierig, fragwürdig, ob das alles so umsetzbar ist und ob das alles so okay ist. Und er hat gesagt, das Risiko ist ihm so zu groß und er will dem Ganzen da nicht trauen und zieht sich da raus und ja, finde ich cool. Ich finde es auch, was ich wirklich gut finde, ich meine, in der NBA gibt es ja auch viele Leute, die sich schon geäußert haben und gesagt haben, die reisen nicht in diese Bubble in Orlando. Mhm. Kommen wir gleich auch noch drauf, aber ein Spieler von den Lakers zum Beispiel. Und ich finde es super, dass man noch von keiner Seite gehört hat, irgendwie, hey, das geht doch nicht, das ist dein Job. Mhm. Und ne, wie kannst du jetzt dein Team im Stich lassen? Sondern dass wirklich, zumindest soweit ich es mitbekommen habe, alle Leute das auch wirklich akzeptieren. Weil es ist immer das eine, es ist ja leicht zu sagen von der NBA und der NFL oder wem auch immer, hey, es sind besondere Umstände, jeder kann das frei wählen, ob er mitmachen will oder nicht. Das sagt man ja immer leicht, aber wenn dann wirklich mal einer um die Ecke kommt und sagt, okay, ich bin raus, dann heißt es auf einmal, oh. Kameradenschwein. Und das habe ich noch überhaupt nicht mitbekommen. Also von daher finde ich... Ja, finde ich eine coole Aktion. Im Großen und Ganzen echt gut. Sollten sich, finde ich, mehr Leute ein Beispiel dran nehmen. Aber okay, gut, das war so mein Mini-Highlight. Was war das Highlight, ey, Junge, ist das zu übertrieben, aber das war das, wo ich gedacht habe, ach ja, cool, gibt ja auch Schlaue. Also, weißt du, die über den Horizont hinaus gucken und sich damit ernsthaft beschäftigen und nicht nur ihr Geld und ihr Team, weil der verzichtet ja auch ordentlich auf Kohle, ne? Ja, ich meine, also, das ist ja nicht nur, der sagt, ich spiele jetzt nicht, ich glaube, der Vertrag, weiß nicht, mehrere Millionen, und er kriegt halt irgendwie jetzt so ein... Ja, es ist halt so geregelt, du musst dir vorher, du darfst aussteigen in der NFL aufgrund von Corona, du musst das aber vorher offiziell machen. Ist ja auch irgendwo logisch, weil du dann natürlich deinem Job nicht nachgehst für die Saison, dementsprechend kein Geld bekommst. Richtig. Und es wäre ja sonst möglich, dass du gesagt hast, ah ja, ich habe aber nicht mitgespielt wegen Corona, sondern einfach, weil ich aussetzen wollte und jetzt hätte ich gern einen neuen Vertrag. Ja, einfach um dem so einen Riegel vorzuschieben, muss man das halt vorher machen. Man kann es jetzt anderen Spielern nicht vorwerfen, dass die weiterzocken, weil er ist nun mal der Einzige, der diese Möglichkeit hat und sagen kann, ich bin auch Arzt. Mhm. Wer kann das schon? Wer ist NFL-Spieler und Arzt? Ne? Ja. Deswegen kein Vorwurf an die anderen Spieler. Nein. Ich hätte jetzt auch keinen Vorwurf an ihn gemacht, wenn er sagt, er zockt. Weil ich glaube, man muss auf der anderen Seite auch sehen, es gibt sehr, sehr viele Leute, auch gerade Kids, die immer noch zu diesen NFL-Spielern aufsehen.
Und die sind auch immer noch irgendwo Vorbilder. Und wenn man so sieht, wie Leute wie Patrick Mahomes ihrem Job nachgehen weiterhin und das aber mit einem, ja, mit der angebrachten Vorsicht und Disziplin und dem richtigen Umgang mit Corona, dann ist das auch gerade, glaube ich, in einem Land wie, wie den USA gut, wenn da irgendjemand als Vorbild vorangeht. Von daher top und natürlich auch eine coole Überleitung, da, weil wir dann direkt im US-Sport bleiben können. Und zwar bei unseren Predictions für die NBA. Ah, eine Sache wollte ich noch fragen. Ja. Nochmal auf die NFL. Ganz kurz, wie findest du den neuen Namen? Die Washington Redskins haben sich ja umbenannt jetzt. Es gibt noch keinen offiziellen Namen. Es gibt nur The Washington. Ja, richtig, das ist der Übergang. Ja, ist der Übergang. Ja, ja, aber es ist ja der offizielle Name, womit die in der. Also ja, also gut, was sollen die machen? Ist halt, das passt zu denen, ne? Ja. Ich will da jetzt gar kein großes Fass aufmachen, aber. Es wurde ja zwischendurch gemunkelt, wohl angeblich soll der neue Name, das wird wohl jetzt gerade noch abgesegnet, dann sein, die DC Sentinels. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht liegt das auch nur daran, dass ich mit den Washington Redskins auch vorher wenig am Hut hatte. Mir ist halt eigentlich völlig egal, wie die heißen. Ich finde es tatsächlich ganz cool, wenn das Team DC heißt statt Washington. Irgendwie finde ich, hat das was. Echt? Aber ich finde es nicht, also mit DC finde ich scheiße, weil das klingt halt dann nach Fußball, nach Soccer. Weil ich glaube, der Fußballclub heißt nämlich DC irgendwas. Ja, aber es macht ja irgendwo Sinn, weil es gibt ja einen Washington in Seattle und es gibt Washington DC. Also warum das nicht machen? Ich finde das eigentlich ganz cool, die Idee. Ah ja. Ich bin jetzt also... Also ich finde die, find die Übergangsweise finde ich cool, ne? Weil damit haben die sich erstmal aus diesem ganzen Dilemma von ihrem Namen hat rausgezogen, gesagt, okay, ne, wir haben verstanden, wir müssen den Namen ändern. Ist nicht so leicht, jetzt mal eben so einen Namen für das ganze Team zu finden. Wir machen erstmal so ein Zwischending. So. Ja. Finde ich gut. Finde ich okay. Haben sie gut geregelt. Auch mit dem, mit diesem W, finde ich. Wobei, also ich will mich gar nicht aufregen, aber ich finde es auch immer so ein bisschen fragwürdig. Weißt du, der Name, die hatten den jetzt so lange und das hat sich nie jemand aufgeregt. Und jetzt ja, auf doch, einmal kommen so um die Ecke. Immer mal wieder. Also eigentlich, also immer wenn es in Amerika so einen Rassismus-Skandal gab, ja. kam immer so ein paar Stimmen, die gesagt haben, boah, ne, wie. Die Redskins, ne? Boah, der Name ist ja auch nicht mehr so. Also, ja, also ich finde es auch völlig okay. Das, aber ja gut, lassen wir uns überraschen. Also ich finde die Übergangsweise finde ich ganz gut. Da haben sie so ein bisschen jetzt schon mal so ein bisschen Zündstoff rausgezogen und können sich jetzt in aller Ruhe einen Namen überlegen, ohne dass weiter da irgendwie Druck gemacht wird. Ich finde es halt immer noch so ein bisschen fehlig, weil es war halt schon immer so das No-Name-Team, weil die einfach nichts drauf haben gefühlt. Ne? Außer vielleicht Quarterbacks komplett kaputt machen. Ey, Marvin Bagley III, der tut mir immer noch leid, der Typ. Und, ach, scheiße, Robert, so heißt, Robert Griffin. Ja, the third. Der andere ist ein Basketballspieler. Sorry, ich bin schon in der NBA, Leute. Okay, dann gehen wir zur NBA, nicht, dass du hier weiter... Ja, also ich habe es so gemacht für mich, weil es gibt ja noch 22 Teams im Moment, die um die Playoffs teilweise kämpfen. Viele sind schon qualifiziert. Ich habe mich nur mit den Teams beschäftigt, die ich auch wirklich als mögliche Titelcontender sehe, weil... Sorry, aber so Teams wie die Brooklyn Nets ohne, ich glaube, denen fehlen von 15 Spielern, fehlen denen, glaube ich, 10 gefühlt. Und unter den 10 sind Kevin Durant, Kyrie Irving, eigentlich alle außer, ich glaube, LeVert ist noch dabei. Und sonst fällt mir niemand ein, der einigermaßen mit dem Basketball umgehen kann. Also so Teams, für die habe ich mir jetzt nichts überlegt, weil die haben in meinen Augen, selbst wenn die Playoffs erreichen sollten, keine Schnitte. Ne? Also ich muss ja dazu sagen, also ich kenne mich mit der NBA überhaupt nicht aus. Ne? Also ich, klar, ich kenne Dirk Nowitzki, ich kenne auch... Den gibt es ja leider nicht mehr. Kobe Bryant kenne ich auch. Und, den gibt es leider auch nicht mehr. Auch nicht mehr. Rest in Peace, Baby. Ja, Dirk Nowitzki gibt es noch. Ja, aber nicht mehr in der NBA. Ach so, nicht mehr in der NBA. James kenne ich und so, aber ich kann jetzt nicht genau wie in der NFL sagen, welche Teams sind gut, welche sind schlecht. Aber so. Das finde ich gerade so spannend, weil... Das ist eigentlich super geil für ein Tippspiel, weil auf der einen Seite sitzt jetzt jemand, der gar keine Ahnung hat. Also gar keine ist ja übertrieben bei dir, aber schon so ein bisschen mit ins Blaue und mehr nach Gefühl geht. Und ich bin eher jemand, der dann überanalysiert. Und meistens haben ja dann Leute recht, die einfach am Anfang so random aufs Gefühl setzen. Und ich finde es total spannend, wie das... Ja, dann, also ich habe auch, also dann, nur auf Gefühl. Ja, so, ne? Und ich finde es einfach cool. Und dann können wir das gerne auch mit Handball machen. Weil da hast du auch wenig Ahnung. Können wir auch mal einen Tipp, die Saison beginnen? Von mir aus. Also nächste Woche ist NFL und danach sind wir offen. Können wir alles machen? Ja, das finde ich geil. Dann tippen wir alle Ligen durch. So, jetzt lass uns mal anfangen. Okay. Bevor wir
Dir ist ja sicherlich bekannt, es gibt ja West und East in der NBA. Conference, ne? Genau, und am Ende spielt ja der Gewinner des Westens gegen den Gewinner des Ostens. Genau, im Super Bowl, oder? Ähnlich wie im Super Bowl, ja. Wieder gecuttet hier. Ja. Hat das eigentlich, hat das einen Begriff? Weil NBA ist, Finals. Weil war NFL ist Super Bowl, MLB ist ein World Series. Einfach nur Finals. Das sind langweilig. NBA Finals. Finde ich langweilig. Bevor wir quasi sagen, wer Champion wird, würde ich ganz gerne sagen, wir reden kurz über den Westen, kurz über den Osten. Ja. Dann dementsprechend, welches Finale ich tippe, welches Finale du tippst. Mhm. Dann natürlich, von wem wir denken, wer das Finale gewinnt. Mhm. Und dann würde ich ganz gerne noch über so einen Underdog sprechen, wo wir glauben, hey, wenn irgendwie ein Team aus dem Nichts kommt, dann ist es, glaube ich, das. Okay. Ist es okay? Ja. Also, dann lass uns mal kurz... Möchtest du mit dem Westen oder mit dem Osten anfangen? Ja, fangen wir mal mit der Western Conference an. Ne? Okay. Also ich habe jetzt gerade geöffnet, Mannschaft 1 bis 15 habe ich jetzt hier. Ja, aber davon sind ja nicht Ach, da sind alle auch die dabei. Da sind ja nicht mehr alle dabei. Aber du kannst nicht einfach... gehen wir mal hier 1 bis 6, das sind ja echt die entscheidenden. Oder 1 bis 8, ne, theoretisch. Kannst du ruhig in die Mitte legen, weil ich kenne die Standings gerade nicht, wer auf welchem Platz ist. Warte, legen wir es hier so ein bisschen so hoch, so. Also, ja, okay. Ja, die ersten Teams sagen mir tatsächlich sogar was. Ich kann jetzt schon zu 100% garantieren, dass du alles richtig tippen wirst und ich nachher alles falsch habe. Das ist immer so. Okay, also man kann eigentlich davon ausgehen, obwohl jetzt, ich verstehe nicht, warum der dritte und vierte hier 5 und 5 sind und der fünfte 8 und 2. Das ist nur in den letzten 10 Spielen, was passiert ist. Okay. Ach, es geht immer um die Siege, ne? Kann das sein? Genau. Also okay. Je nachdem, wie oft du gewonnen und verloren hast, auf dem Stand in der Tabelle bist du. Also ich glaube, die Lakers haben so ein solides Team. Ich glaube, also... Ne, fang du mal an. Ich weiß gar nicht, wie ich das... Fang du mal an. Warte, was machen... tippen wir das jetzt komplett durch oder tippen wir so einen Sieger von der Conference? Wir können nicht komplett durchtippen, weil wir die finalen Standings nicht haben zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, es gibt ja noch 8 Saisonspiele. Das heißt, wir wissen nicht, wer in den Playoffs gegen wen spielt. Also was wir jetzt machen ist, wir sagen einfach, was wir glauben, wer den Westen gewinnt und wer den Osten gewinnt, beziehungsweise welche Teams da gute Chancen haben. Okay. Wir reden einfach über die einzelnen Teams. Ich gebe meinen Senf dazu am Anfang und dann sagst du, was du davon hältst. Für mich, es können im Westen ja noch die Pelicans, die Trailblazers oder die Grizzlies auf Platz 8 kommen. Ist mir Schnuppe, weil alle dieser Teams werden gegen die Lakers rausfliegen, wenn die Lakers an der 1 landen. Ja. Die Grizzlies sind zu unerfahren. Die Trailblazers sind gefährlich, weil die jetzt nach der langen Pause ihre Verletzten wieder haben. Es wird trotzdem nicht reichen. Und die Pelicans, Zion Williamson war wieder verletzt, ist auch aus der Bubble abgereist, kommt zwar wieder, aber auch die haben eine sehr, sehr große Zukunft vor sich, meiner Meinung nach. Mhm. Ist ein Thema für einen anderen Podcast. Noch zu früh. Die Mavericks. Ja, da muss ich sagen, die habe ich so ein bisschen so als das Underdog, also ich glaube, wenn die ihr Potenzial abrufen können, glaube ich, können die schon einiges reißen. Die haben ein gutes Team. Auch da sehe ich das Problem. Dwight Powell ist nicht dabei. Genau. Ja, das heißt, die können nicht wirklich groß spielen und der Defensive Anker ist so ein bisschen aus dem Weg geräumt. Das heißt, ist halt so ein bisschen schwierig. Luka Doncic und Kristaps Porzingis sind ein ganz cooles Team. Mhm. Finde ich halt auch, ja. Also vielleicht kommen die auch durch die erste Runde durch, je nachdem, auf wen die treffen, aber dass die den Westen gewinnen, ist meiner Meinung nach unmöglich. Aber, und das finde ich gar nicht schlecht von dir, Underdog-Potenzial, warum nicht? Also Luka Doncic, hey! Ja, hey, finde ich ganz nett. Die Houston Rockets. Fällt mir jetzt nur James Harden ein. Eigentlich das Einzige, was ich damit verbinde. Und Russell Westbrook. Stimmt, ach jo, der ist jetzt wieder da. Ne? Der auch Covid-19 hatte. Ach jo. Problem, was ich bei denen sehe, man hat ja die letzten Jahre immer gesagt, ja, die Houston Rockets wären viel besser, aber James Harden ist immer nach der war ja nicht so ganz in Shape, ne? Immer ein kleines Bäuchlein gehabt. Und Leute haben immer gesagt, der ist halt nach den 82 Saisonspielen einfach platt und hat dann keine Kraft mehr für die Playoffs. Jetzt gibt es ja Fotos von ihm, wo er richtig durchtrainiert ist für seine Verhältnisse.
Er hatte jetzt lange Pause. Ich glaube trotzdem nicht. Also die Rockets können theoretisch von mir aus auch bis ins Finale der Western Conference kommen. Könnte passieren, aber das Problem ist, die spielen Small Ball. Das heißt, die haben alle großen Spieler aus dem Team geschmissen und schießen nur noch Dreier. Und du kannst, wenn du viele Dreier schießt, kannst du jedes Team schlagen. Aber in den Playoffs geht es ja darum, wer gewinnt aus 7 Spielen 4-mal zuerst. Und ey, meinetwegen schlag jemanden, der vielleicht sogar auf dem Papier besser ist als du, aber dass das in jeder Runde, diese Playoffs, jedes Mal klappt mit jedem Team, das glaube ich nicht. Weil irgendwann spielst du auch mal schlecht und irgendwann triffst du die Dreier einfach mal nicht. Und das größte Problem, was meiner Meinung nach eben die Houston Rockets haben, ist, dass sie keinen Plan B haben. Das heißt, wenn der Dreier nicht fällt, ist vorbei. Russell Westbrook hat das so ein bisschen entzerrt diese Saison, weil er auch mal krass zum Korb ziehen kann. Aber als gegnerisches Team weißt du das. Das heißt, entweder die schießen die ganze Zeit nur Dreier und du verteidigst das so, oder die Dreier fallen nicht und die gehen über Westbrook und dann verteidigst du Westbrook halt. Also die kann man relativ leicht aushebeln vom System her. Deswegen glaube ich nicht, dass die weit kommen oder zumindest nicht gewinnen. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass die so vor der Saison immer ganz gut gehypt werden und so. Mhm. Aber dass in der Saison irgendwie alles nur, also jetzt in den letzten Saisons war es so, alles nur an James Harden so hängen bleibt. Sondern wenn der gut spielt, dann werden die gehypt. Wenn er schlecht spielt, ist das Team eigentlich so. Ja, ja. So. Deswegen habe ich die gar nicht auf, deswegen habe ich die gar nicht, überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Und man muss dazu sagen, viele Leute loben die ja, weil die Defense von denen besser geworden ist. Die ist im Verhältnis zu vielen anderen Teams aber immer noch einfach grottenscheiße. Ne? Okay. Also, ne, ich hätte jetzt natürlich keine Chance gegen die und Flo auch nicht und viele andere auch nicht. Aber wenn wir jetzt wirklich um die Elite in der NBA reden, dürfte das ein bisschen mehr sein. Okay. Oklahoma City Thunder. Dennis Schröder, der wahrscheinlich auch aus der Bubble abreißt, weil er zum zweiten Mal, glaube ich, Vater wird. Mhm. Auf jeden Fall wird er nochmal Vater. Ist ein cooles Team. Auch da glaube ich aber, die sind mit allem zufrieden. Die sind eigentlich komplett im Rebuild. Und jetzt hat Chris Paul einfach nochmal seinen 8. Frühling nachgefühlt. Ich gönne denen jeden Sieg in den Playoffs, aber ich glaube... Das Gefühl habe ich auch. Die müssen sich erstmal ein bisschen selber orientieren nochmal. Also die haben jetzt schon gewonnen. Wenn die wirklich Fünfter bleiben im Westen, ist das einfach krass. Hätte man zu Anfang jetzt, hätte ich das nicht erwartet. Die Utah Jazz... Habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, da ist so viel im Argen, weil... Hast du das damals mitbekommen mit Rudy Gobert? Das war ja der erste NBA-Spieler, der Covid-19 hatte. Und der hat sich ja in der Pressekonferenz hingesetzt und dann haben die den gefragt, wie er das denn sieht mit Covid-19, als das so langsam anfing auf der Welt. Und er so, diese Kinderkacke, so nach dem Motto, und hat so ganz viele Sachen angepackt aus Scheiß und einen Tag später hat er einfach Covid-19. Jo, stimmt, weiß ich. Und dementsprechend ist halt die Teamchemie bei denen richtig in den Keller gegangen. Angeblich ist das jetzt alles ausdiskutiert, aber ich glaube, das kennt man so, wenn, das ist vielleicht wirklich ausdiskutiert, aber ich glaube, also so oder so hätte ich die nicht als Favoriten gesehen. Nee. Ich glaube, nach der ganzen Geschichte für diese Saison sind die auch raus. Die Denver Nuggets wären eigentlich mein absoluter Underground-Favorite gewesen, weil die letztes Jahr schon so gut waren. Michael Porter Jr. ist jetzt einigermaßen dabei. Ist das der bei hier Masked Singer mitgemacht hat? Nee, das ist Victor Oladipo. Die kommen gleich im Osten. Die sind im Osten, genau, bei den Indiana Pacers. Stimmt. Aber das Problem bei den Nuggets ist, die hatten teilweise noch nicht mal 10 Spieler zusammen, weil so viele verletzt waren jetzt. Das heißt, die haben die ganze Zeit, die konnten kaum 5 gegen 5 trainieren. Die hatten manchmal nur 7 Leute beim Training. Und auch da glaube ich, so viel ich denen zutraue, das wird nicht reichen, wenn es dann direkt wieder losgeht, um so eingespielt zu sein, dass es gegen die anderen Teams reicht. Wenn das nicht so gewesen wäre, wäre alles möglich gewesen bei den Nuggets. Aber ich glaube halt deswegen, dass da... Kommen wir zu den beiden LA-Teams. Die Clippers und die Lakers, Mann. Ich muss ja immer sagen, ich fand irgendwie, die Clippers fand ich immer so sympathischer irgendwie. Ja. Ich meine, das sind die großen Lakers so, ne, wo die bekanntesten, tollsten Spieler immer gespielt haben. Die Clippers waren immer so ein bisschen so... Naja, das waren sie ja auch bis zu dieser Saison. Ne? Die waren nie im Western Conference Final, haben nie irgendwas erreicht.
Haben jetzt, sie nicht jetzt Kawhi Leonard? Jetzt haben sie Kawhi Leonard und Paul George, der vorher gesagt hat, ey Oklahoma, ich verlängere hier gefühlt für 45 Jahre, und dann ruft Kawhi Leonard an und Paul George sagt, ey Leute, ciao. Ja. Also das ist schon Wahnsinn, was für eine Anziehungskraft Kawhi Leonard mittlerweile hat, zu Recht auch. Letzte Saison war der ganz stark. Es ist auch für mich absolut klar, dass wenn sich dann nicht mehr großartig jemand verletzt, kommen die beiden Teams in die Western Conference Finals. Ja, würde ich auch denken. Problem ist, bei den Clippers, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Die Clippers haben einerseits das Problem, Patrick Beverley und Montrezl Harrell reisen später in die Bubble. Das heißt, die trainieren nicht voll mit. Die sind aber nicht verletzt, soweit ich weiß. Mhm. Die sind nur aus privaten Gründen noch draußen. Und gerade Patrick Beverley ist mein Lieblingsverteidiger, glaube ich, in der NBA mit Kawhi Leonard zusammen. Und Paul George ist auch ein extrem guter Verteidiger. Und man sagt nicht umsonst, Defense wins Championships. Mhm, richtig. Das habe ich gerade schon gesagt, also habe ich scheinbar mehrere Gründe. Mhm. Die Clippers sind eigentlich ein Team, was jetzt zu den Playoffs, wenn ohne Corona die NBA normal weitergelaufen wäre, gerade heiß gelaufen sind. Mhm. Die haben alle möglichen Teams geschlagen, die haben die Lakers nochmal auseinandergenommen, alle waren gesund. Und jetzt ist das Problem, dadurch, dass so lange Pause war, sind eigentlich alle anderen Teams auch gesund. Das heißt, dieser große Vorteil, den die Clippers am Anfang hatten, und ich hatte die auch die ganze Zeit vor den Lakers, der ist jetzt so ein bisschen weg. Der Nachteil, den ich bei den Lakers sehe, ist, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, aber ein sehr, sehr guter Verteidiger von denen hat sich dagegen entschieden, mitzuspielen, weil er gesagt hat, er hat Angst wegen seiner Familie, wenn er sich ansteckt und das irgendwie weiterträgt. Völlig in Ordnung. Rajon Rondo hat sich verletzt, was ich sogar eigentlich, glaube ich, fast positiv finde, weil er mittlerweile nicht mehr richtig in das System der Lakers passt. Und ich glaube, die haben mehr davon, wenn ein Alex Caruso starten würde. Aber in meinen Augen, die Starting Five der Lakers kann, wenn die sich anstrengen, die Starting Five der Clippers schlagen. Ja, mit Anthony Davis und LeBron James. Du kannst mir erzählen, was du willst. Ja, LeBron James wird langsam alt, aber wir reden über die Playoffs. Und wenn LeBron James weiß, ich muss jetzt dieses Spiel Gas geben, dann macht er das. Und kann. Der hat noch genug Körner im Tank. Ja, und Kawhi Leonard ist für mich der beste Spieler der NBA. Ist einfach so, auch über LeBron James. Ah, krass. Aber wenn ich mir LeBron James und Anthony Davis als Duo angucke und dagegen Paul George und Kawhi Leonard nehme, dann nehme ich in einem Playoff-Spiel, in dem es um alles geht, immer Anthony Davis und LeBron James. Immer. Okay. Und die Bank der Lakers ist leider relativ schwach. Ich glaube aber, ist jetzt vielleicht ein bisschen vorweggegriffen, ist jetzt vielleicht nicht so schlau, Leute, aber ich kann jetzt hier auch nicht um heißen Brei reden. In meinen Augen, egal wer aus dem Osten in die Finals kommt, er wird gegen die Clippers oder die Lakers verlieren. Also für mich ist klar, wer von den Clippers oder Lakers in die Finals kommt, wird auch Champion. Und ich habe mich schwer getan. Ich weiß nicht, wen favorisierst du von den beiden? Von den Clippers gegen die Lakers? Oder hast du noch ein anderes Team, was in die Finals kommen könnte aus dem Westen? Ich will dir hier nichts vorwegnehmen. Nee. Also wie gesagt, die Mavs sind halt so mein Underdog. Aber boah, im direkten Vergleich, glaube ich, werden sie den kürzeren ziehen. Also ich muss sagen, also so, wenn man das rein statistisch betrachtet, sind die Lakers stärker. Ich würde es mal den Clippers einfach gönnen, einfach aus Prinzip. Ja. Ich bin eigentlich immer so für den... Der mal, also ich gönn's immer den kleineren so. Finde ich cool. Aber ich glaube, die Lakers einfach, wenn die ihr Potenzial abrufen, dann. Also mein Verstand sagt, die Clippers kommen in die Finals. Ich habe ein bisschen gehadert, wir hatten jetzt auch die Woche über Zeit. Dein Verstand sagt die Clippers? Aber, und ich bin halt nicht in der Umkleide dabei. Und ich weiß nicht, was da so abgeht, aber ich habe Videos gesehen von den Lakers, jetzt auch in der Bubble. JaVale McGee, der Center von denen, hat einen YouTube-Kanal und die hatten schon die ganze Saison über einen sehr, sehr guten Team-Spirit. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, der Trainer, der heißt Vogel, der ist ein sehr, sehr kompetenter und cooler Trainer und auch sehr defensiv versiert und das tat den Lakers auch diese Saison gut. Und ich glaube tatsächlich, die Lakers werden sich gesagt haben, wir holen dieses Jahr den Titel für Kobe Bryant. Und wenn die Teamchemie jetzt in der Bubble weiterhin so gut bleibt
und die sich wirklich jeden Tag gefühlt ein Kobe Bryant Video reinziehen und sich selber sagen, pass mal auf, wir sind vielleicht alle nicht seit Ewigkeiten Lakers, aber wir tragen jetzt gerade ein Lakers Jersey und wir vertreten den Verein. Ja, und ich habe gerade auch mein Lakers Shirt an, ja. Und die sagen sich, wir gehen da heute mit Mamba Mentality dran. Wir springen jedem Ball hinterher. Wir gehen in jeden Zweikampf. Wir hechten jedem Ball nach. Alles. Wir sind ein Team, ganz geschlossen heute. Wenn die diesen Spirit haben, wenn der Trainer das übertragen kann, gleichzeitig der Teamgeist weiterhin da ist und weder AD noch LeBron James sich verletzen, dann sind die, glaube ich, unschlagbar. Und ich bin bei dir, ich würde es den Clippers unendlich gönnen. Ich liebe Delfine, Clippers sind Delfine. Ich liebe Kawhi Leonard. Ja, ich liebe Patrick Beverly. Ich würde es denen, ich beschwere mich nicht, wenn die in die Finals kommen. Ja. Aber als jemand, der selber mal Basketball gespielt hat, und du hast auch Mannschaftssport gemacht und du weißt, wie viel Teamgeist ausmacht. Und wir reden jetzt nicht davon, dass ein Team um Welten besser ist als das andere. Ja. Wir reden von zwei relativ gleich starken Teams. Und wenn das eine Team aber vorher, bevor es aufs Feld geht, sagt, pass mal auf, das ist jetzt für Kobe, und die meinen das ernst, dann sind die in meinen Augen unschlagbar. Ja, da können die schon eine Power erzeugen. Vor allem, wenn sie halt einen guten Trainer haben, den haben sie anscheinend, und der das so gut bündeln kann, die Kraft ist schon... Und wie gesagt... Gut, mit dem Hintergrund, mit Kobe Bryant, das hatte ich ganz vergessen. Das ist natürlich... Gönnt man es irgendwie auch dem Verein, jetzt nach dem Schock, so irgendwie vielleicht den Titel zu holen, so für ihn. Also das hat irgendwie auch so... Boah, da ist man so zwiegespalten. Also ich gönne es allen, aber wir haben ja gesagt, wir tippen. Und wenn ich an meine Zeit im Mannschaftssport denke und da wäre jemand verstorben und man sagt vor dem Spiel, pass mal auf, Leute, mir ist egal, ob dir gerade dein linkes Knie wehtut, mir ist egal, ob dein Finger irgendwie geschwollen ist, wir gehen jetzt 48 Minuten da raus und wir spielen für Kobe, dann ist mir egal, wie es mir nach den 48 Minuten geht, aber in den 48 Minuten renne ich mir alles aus dem Leib, was irgendwie noch in mir ist. Deswegen, ich glaube, also jetzt, deswegen mit dem Hintergrund jetzt, sage ich ganz klar die Lakers. Also, nee, ohne Scheiß. Überzeugt, Junge. Nein, weil das mit Kobe Bryant hatte ich gar nicht auf dem Schirm und ich bin da so emotional und ich gönn's dem Team halt. Nach dem Schock so, Kobe Bryant war ja der Laker-Spieler, Laker-Spieler schlechthin, so mit Shaquille O'Neal und, aber Kobe Bryant war... Aber wie gesagt, man ist nicht dabei. Es kann auch sein, dass die das irgendwie sagen, wir versuchen das nicht an uns ranzulassen. Aber du hast ja auch im Kopf irgendwie so im Hintergrund so, boah, ey, das absolute Club-Idol ist jetzt hier auf grausame Weise gestorben. Boah, ey, Junge. Selbst, ich glaube, jeder für sich sagt doch, boah, ich für die Familie, für die Stadt, ey, ich hole jetzt diesen Scheiß-Titel hier, glaube ich schon. Ja, dass die meisten sich da auch selber nochmal pushen können damit. Ja. Okay. Dann gucken wir mal. Also... Ich sage, die Lakers kommen in die Finals. Das und du ich sagst? Ich sage auch. Ja. Dann ist natürlich jetzt nicht so spannend, ne? Aber ich schreibe es trotzdem mal auf, dass wir uns das später ansehen können. Vielleicht haben wir jetzt, also mit dem Hintergrund jetzt, boah, muss ich sagen, die Lakers, weil das ist, okay. Muss ich sagen. Okay. Okay, der Osten. Okay. Auch da. Mal schauen. Die Wizards und die Magic und die Nets und die Pacers lasse ich alle außen vor. Weil die haben so viele Verletzte oder Leute, die nicht mit anreisen. Egal, wer von denen noch in die Playoffs kommt, die haben keine Schnitte. Also würde ich die jetzt gerne aus der Diskussion einfach rauslassen. Okay. Das erste Team, was wir dann haben, wenn wir von unten nach oben gehen, wären die Philadelphia 76ers. Team, womit ich mich eigentlich überhaupt nicht beschäftige. Ich weiß, dass da wie heißt der? Joel Embiid? Ja, Embiid, genau, spielt. Den fand ich habe den ein paar Spiele gesehen, ich fand den irgendwie immer unsympathisch, deswegen war das Team für mich irgendwie jetzt auch nicht so, kann ich gar nichts zu sagen, will ich aber ehrlich gesagt, also das Team ist, weiß nicht, ich habe die immer gegen die, warte, letzte Saison, gegen wen haben die immer gespielt in den Playoffs, war das gegen die Celtics? Haben die gegen die Celtics gespielt? Letztes Jahr? Ja. Nee, gegen wen haben die gespielt? Also die haben gegen Raptors sind die rausgeflogen. Ah, gegen die Raptors haben die gespielt und da habe ich ganz klar gemerkt, boah, Alter, er war ein unsympathischer Verein. Ja. Da war der Verein für mich schon irgendwie so, weiß ich nicht. Ja, okay. Also, finde ich interessant, Ist kein Underdog für mich, werden es nicht schaffen. Also, finde ich interessant, dass du das sagst, weil nur mal noch für euch, wir reden so nicht über die NBA. Ne? Also, ne, ich finde das selber gerade total spannend und ich finde die 76ers auch
super unsympathisch. Ich mag Joel Embiid nicht. Viele lieben den und seine Art in Social Media. Ich glaube, wenn du 76er-Fan bist, liebst du ihn, ja, also weil er so polarisiert. Nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen ihn, nein, aber ich sympathisiere überhaupt nicht. Ja, ist an die Art sagt mir einfach nicht so zu. Ist halt so. Einer meiner Lieblingsspieler ist aber vor der Saison von Boston nach Philadelphia gewechselt. Und zwar Al Horford. Okay. Und was ich sehr interessant finde, jetzt in der Zeit von Corona haben die 76ers sich dazu entschieden, Ben Simmons nicht mehr als Point Guard spielen zu lassen, sondern als Forward. Und Milton spielt jetzt Point Guard. Das heißt, Al Horford kommt von der Bank, das heißt, die haben mehr Größe und sind auf dem Spielfeld flexibler. Und so sehr ich dir zustimme, dass ich die 76ers nicht mag, in meinen Augen kommen die auf jeden Fall in die Eastern Conference Finals. Auf jeden Fall. Was? Auf jeden Fall. Okay. Da gebe ich alles drauf. Krass. Ich sage noch nicht, gegen wen ich glaube, gegen wen die spielen im Osten, aber die kommen auf jeden Fall in die Finals. Okay. Dann haben wir die Miami Heat. Ganz ehrlich, Miami Heat hab ich nur auf dem Schirm gehabt damals als Dwayne Wade und LeBron James. Seitdem die weg sind, ich weiß gar nicht, wer spielt denn da Bekanntes? Jimmy Butler kennst du wahrscheinlich am ehesten. Vom Namen sagt man das was, ja. Tyler Herro ist ein ganz cooler Rookie, den man kennen könnte. Naja, sagt mir auch nichts. Adebayo. Ich fand die Trikots immer ganz cool und die Halle die irgendwie. Miami Vice Trikots, kennst du die, diese pink-blauen? Ja. Die sind, ey Leute, wenn ihr mir noch was zu Weihnachten schenken wollt. Nein, Quatsch, aber die Jerseys also, sind gut. Also den Verein fand ich immer ganz cool und sympathisch irgendwie. Damals, weiß ich noch, waren die ja immer so im, waren so die größten Rivalen von den Mavericks, wo Dirk Nowitzki noch gespielt hat. Haben die nicht sogar die Finals gegen die gespielt? Beide Male, ja. Beide Male, ne? Deswegen habe ich die damals halt immer so ein bisschen gehasst, weil ich natürlich Nowitzki-Fan war. Ja. Wo das Thema durch ist, finde ich den Verein irgendwie cool. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen, ganz ehrlich. Ich kenne ja keinen Spieler, wie gesagt. Also die Trikots cool. Ich finde es unfassbar spannend bei den Miami Heat. Vielleicht bin ich jetzt auch so ein bisschen voreingenommen, weil ich letztes Jahr noch in der Halle war. Zwar nur für ein Konzert und nicht für ein NBA-Spiel leider, weil die NBA schon zu Ende war, aber ich muss es nochmal kurz loswerden. Dwayne Wade beim Dunk-Contest als Judge darf nie wieder irgendwie eine Zahl hochhalten. Das war so eine Sauerei, was mit Aaron Gordon abgegangen ist, aber okay. Bisschen salzig. Ja, ist so. Regt mich richtig auf. Oh. Aber bevor ich erkläre, warum, die Miami Heat sind mein Underdog für den Titel in der NBA dieses Jahr. Ach! Weil die haben keinen richtigen Superstar. Also viele sagen, Jimmy Butler ist ein Superstar, ist er in meinen Augen nicht. Das ist aber ein, wie nennt man das, so ein Dog, so ein Kampfschwein, würde man glaube ich auf Deutsch sagen. Und der kann ein Team entweder mitziehen oder es richtig runter machen. Corona! Gesundheit. Danke. Und die haben sehr coole Rookies. Die haben als Team unfassbar gut gespielt. Ich habe ein Spiel gesehen, ich weiß jetzt nicht mehr, wann es war, durch Corona ist alles durcheinander, aber da haben die Lakers auseinandergenommen. Okay. Jetzt kann man sagen, hey, Regular Season Game, klar. Die sind auch nicht mein Favorit, aber wenn ich mich auf einen Underdog festlegen muss, dann ist es Miami. Weil natürlich, die Rookies, die sind nicht beständig. Bam Adebayo und Jimmy Butler sind mega gute Verteidiger. Aber in dem Sinne noch keine Superstars. Aber das ist ein Team, wenn die einen guten Tag haben, können die jeden schlagen. Okay. Natürlich, um NBA-Champion zu werden, müssen die gefühlt in jedem Spiel einen guten Tag haben. Aber das gibt's. Also das hat's schon gegeben. Das hat's schon gegeben und in meinen Augen ist Underdog ja auch irgendjemand, der realistisch die Chance hätte, aber an dem man im ersten Moment nicht denkt. Und es gibt für mich kein Team, das das so sehr widerspiegelt wie bei den Miami Heat. Ja. Deswegen, also ich halte schon mal fest, dein Underdog ist Dallas und meiner ist Miami. Mhm. Das wäre natürlich geil, wenn die Finals Miami gegen Dallas wären. Ja. Boah, dann gehen wir Lotto spielen, Junge. Ja, 100%, ey, let's go. Dann können wir uns ein neues Mikrofon kaufen. Ja, also dann endlich so ein, wie heißt das? Ich wollte das gerade, ein Influencer, ne, wie heißt das denn? Interface. Ja, Mann. Ja, Mann, Influencer. Wir kaufen uns einfach einen Influencer.
Okay, okay, kommen wir zu meinem Team, was ich eigentlich am coolsten finde. Boston Celtics. Ich finde die cool. Oh, okay. Wie kommt's? Aber ich mag das Grün, ich mag das Logo, ich mag die Stadt. Das ist jetzt so eine Begründung wie bei Frau mit dem Fußball. Ja, der hat den knackigsten Hintern. Ich mag Daniel Theis, der da spielt. Oh, yes, sir. Ja. Geiler Typ. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, kannst du mich gerne verbessern, aber die haben im Team einige sehr, sehr gute Spieler. Mhm. Kemba Walker. Jordan Hayward. Kemba Walker verletzt. Echt? Mhm. Ah, scheiße, wusste ich nicht. Wird wieder fit, ist aber soweit ich weiß auch verspätet in die Bubble gekommen. Okay. Jason Tatum haben sie noch. Mhm. Also die haben eigentlich einige gute Spieler, finde ich, die auch mal in Spielen einen Unterschied machen können. So. Und ich habe auch das Gefühl, der Team Spirit so, was ich so an den sozialen Netzwerken sehe, ist ganz cool. Und dadurch, dass halt Daniel Theis das spielt und ich halt auch mal ein paar Spiele angeguckt habe, ist das so mein Team, wo ich am meisten Sympathien für habe. Ja. Deswegen würde ich es sehr begrüßen, wenn die irgendwie weit kommen. Ob es so... Also ich glaube, da muss schon alles stimmen. Alles stimmen, damit die wirklich jemanden, weiß nicht, schlagen können. Sie haben jetzt gegen die Lakers verloren, ne? Glaube ich, im Testspiel jetzt, ne? Die Testspiele, also die Lakers haben, glaube ich, auch gegen Orlando verloren. Das ist halt einfach so ein bisschen dribbeln, ein bisschen reinkommen. Ja. Aber das ist für mich auch eine Mannschaft, finde ich, die wenn alles passt, alles stimmt und wirklich jeder seine Leistung bringt, die jeden schlagen können. Ja. So. Ich tue mich auch selber total schwer, bei den Celtics, Raptors und Bucks da einen wirklich vor den anderen zu setzen. Ich persönlich würde halt sogar eher die Celtics noch weiter nach vorne sehen, weil bei den Bucks zum Beispiel irgendwie, da hast du nur den, wie heißt der? Antetokounmpo. Ja. Also dann sag mir mal, bevor wir jetzt durcheinander reden, von den Celtics, Raptors und Bucks, von den dreien, wer glaubst du da die besten Chancen? Celtics. Okay. Ich fange mal andersrum an, weil ich habe ja schon gesagt, der eine Finalist für mich ist Philadelphia. Mhm. Und das andere Team, außer die Miami Heat, rasieren alles. Der Gegner wird auch entweder Celtics, Raptors oder Bucks heißen. Mhm. Und ich habe mich da, ähnlich wie du es auch schon gut beschrieben hast, schwer getan, weil die Celtics sind für mich von den dreien auf dem Papier das kompletteste Team. Mhm. Ich finde aber, die sind nach wie vor, sehe ich da das Spielkonzept nicht. Das ist zwar besser geworden, seitdem Kyrie Irving durch Kemba Walker ersetzt wurde, aber... Kennst du das? Ich kann das gar nicht richtig begründen, aber man sieht die Basketball spielen und irgendwie ist das nicht so ganz rund. Also die sind ein super Team. Ne? Wir reden jetzt wirklich meckern auf hohem Niveau. Es geht ja darum, wer in die Finals einzieht. Aber wenn ich mir zum Beispiel die Raptors angucke, die haben so ein unfassbar ekliges Defensivverhalten. Und die haben, glaube ich, kapiert, die Raptors sind aktueller Champion. Das vergessen viele, glaube ich, weil die Saison schon so lange her ist. Und natürlich sind die nicht mehr so ein krasser Favorit wie letztes Jahr, weil die keinen Kawhi Leonard mehr haben. Das ist einfach, das ist krass, wenn dieser Mensch fehlt in deinem Team. Aber never underestimate the heart of a champion. Mhm. Die haben was zu verlieren. Die haben so viel Stolz in sich. Die sind der verdammte Champion, Mann. Mhm. Gegen jedes Team, gegen das sie spielen, das Team muss sagen, wir spielen jetzt gegen den aktuellen Champion. Mhm. Und wie gesagt, im Vergleich zu den Boston Celtics, auf dem Papier sind die Celtics, haben die ein viel besseres Team, aber bei den Raptors sehe ich einfach, dass sie sich so krass den Hintern aufreißen und so eklig verteidigen. Und das ist auch der einzige Grund, den ich habe, warum ich die Raptors über den Celtics sehen würde. Okay, ja. Nicht, weil ich einem Team mehr gönnen würde. Ja. Und bei den Bucks ist es so, Giannis Antetokounmpo ist eine Naturgewalt, das kann man nicht anders beschreiben. Und das restliche Team ist nicht wirklich gut, aber das ist alles das, was Giannis braucht. Mhm. Und ich finde es extrem gefährlich, wenn ein Team so abhängig von einem Spieler ist. Mhm. Weil du hast schon selber gesagt, bei den Boston Celtics, wenn Jason Tatum fehlt, bist du natürlich geschwächt, aber dein Team ist irgendwo noch in der Lage zu spielen. Du hast noch genug Topspieler, die den... Ne? Und bei den Bucks ist es so, es kann sich jeder verletzen, das ist völlig egal, aber wenn Antetokounmpo verletzt ist, dann hast du ein Kindergarten-Team. Sehr, sehr durchschnittliches Team nur. Ja. Jetzt ist aber das Ding, wir haben ja gesagt, wir gehen davon aus, toi toi toi, dass sich niemand verletzt. Weil jetzt anzufangen und zu sagen, ja, wenn sich der verletzt, blablabla, das ist halt sehr schwierig dann zu schätzen. Und das Problem ist, die Raptors, so gut die verteidigen, schaffen es, glaube ich, nicht, Giannis Antetokounmpo zu stoppen. Und auch bei den Celtics,
Und Theis hat schon mal sehr gut gegen den verteidigt, aber auch da, über 7 Spiele, glaube ich nicht, dass eins der beiden Teams es schafft, wenn sich niemand verletzt, die zu halten. Ich sehe das nämlich eben anders, weil ich glaube halt nämlich, wenn du ein Team hast, was nur von einem Spieler abhängig ist, es ist eigentlich unmöglich, dass dieser Spieler in 7 Spielen Topleistung bringt. Weil es muss ja nur ein Spiel geben, wo der meistens nicht aufgestanden ist, ein bisschen Durchfall hatte, sich nicht hundertprozentig top fühlt, dann... Ja, aber dann sind wir schon wieder bei so einer Art Verletzung. Nee, aber also, ich will einfach nur sagen, ne, der ist fit und der spielt. Aber dann einfach keinen guten Tag gibt es. Ne? Der trifft die Würfe nicht, keine Ahnung. Ne, weiß nicht. Ne, und da finde ich dann halt... Ne, weil ich glaube halt, also ich finde das Argument ist genau richtig von dir. Ich tue mich ja auch hier wirklich schwer. Ja, es ist sehr schwierig. Der einzige Grund, wie gesagt, den ich sehe, ist, wir reden hier jetzt über die Playoffs. Also in meinen Augen, jedes dieser 3 Teams kann sich untereinander schlagen. Ich finde sich auch so. Ich sag nur, die Raptors haben in meinen Augen keinen Spieler, der Giannis über 7 Spiele lang halten kann. Das geht nicht. Ist für mich raus. Das geht einfach körperlich nicht auf bei denen. Die Celtics haben das. Aber die Celtics haben für mich einfach... Ich kann es nicht anders begründen. Das ist jetzt vielleicht sehr flapsig formuliert, aber ich sehe die spielen und ich sehe unendliches Potenzial, aber mir fehlt da so dieser Funke, dass ich sehe, die haben da auch wirklich Bock drauf. Mhm. Und ich glaube, gerade in den Playoffs musst du das halt haben, weil sonst kommt ein Team, was Bock hat, und wir reden halt wirklich von guten Teams, dann fehlt mir das. Wenn die das schaffen, das auf einmal zu aktivieren in den Playoffs, dann reden wir über was ganz anderes. Aber vielleicht haben sie es jetzt in der Pause geschafft. Vielleicht. Genau. Aber das, was ich zuletzt gesehen habe, da muss ich sagen, Celtics für mich raus. Raptors gegen Bucks würde ich eigentlich die Raptors lieber sehen, aber ich glaube, die Bucks werden gewinnen. Oder sehe ich da eher? Man weiß ja noch nicht, wer gegen wen spielen. Deswegen glaube ich, dass die Bucks gegen die 76ers in den Eastern Conference Finals spielen. Was glaubst du? Ich glaube, schwierig. Ich glaube auch, dass die Bucks, glaube ich schon. Und die Celtics, wenn ich dich jetzt gerade... Also mein Herz hat auf jeden Fall die Celtics, den würde ich gönnen, weil... Ja, ist doch okay. Ja. Wer glaubst du denn, wer von den beiden Teams... Also wir haben ja schon gesagt, im Westen kommen die Lakers in die Finals. Bei der Lakers. Wer ist die Frage bei dir? Wer spielt gegen die Lakers? Die Bucks dann oder die Celtics? Wer gewinnt? Das ist auch wieder so eine Sache, Herz gegen Kopf, ne? Also mein Herz sagt auf jeden Fall, boah, ich würde es den Celtics gönnen. Einfach weil es irgendwie mein Favorite-Verein so ist. Aber natürlich... Waren die Bucks ja auch letztes Jahr in den Finals? Nee, Toronto. Aber die sind gegen Toronto rausgeflogen. Genau. 4-2. Genau, ja, richtig, genau. Und da habe ich halt schon gesehen, dass ein Spieler allein halt nicht so. Ich sag die Celtics. Ich sag die Celtics. Celtics gegen Lakers. Nur, dass ich das hier richtig aufschreibe. Ein Team schlägt einen Spieler. Ja. So. Ein Team, bin ich bei dir. Auch wenn das Team nicht so top ist, aber. Ein Spieler kann nicht 7 Spiele komplett 110% bringen. Der ist noch jung, der hat auch mal einen schlechten Tag. Und dann hast du keinen, der ihm die Verantwortung abnehmen kann, der sagt, boah, weißt du, Junge, ne, setz dich auf die Bank, ich mach schon so. Da hast du keinen. Und jetzt, also finde ich geil, dass du das sagst. So. Weil man merkt vielleicht schon, Flo ist nicht der Experte im Basketball. Überhaupt nicht, nein. Aber Flo hat Ahnung von Sport. Also, ne, auch wenn du nicht genau sagen kannst, ich will jetzt auch gar nicht zu krass ins Detail gehen, weil ich weiß nicht genau, wer uns zuhört, und ich will ja auch nicht irgendwie an dir vorbeigehen. Ich habe halt Ahnung, ich habe halt mal Ahnung vom Spielsystem. Aber, so. Ich kann aber nur, und das finde ich ja so super, du hast ja schon eine Ahnung, worauf es beim Sport ankommt. Ja. Ne? Und deswegen will ich auch gar nicht zu krass ins Detail gehen, weil ich will nicht an dir vorbeireden und auch nicht an den Zuhörern. Aber ich habe genau die gleiche Begründung wie du. Nur, dass ich ja vorher gesagt habe, nicht die Celtics spielen gegen die Bucks, sondern die 76ers. Und da sehe ich es genauso wie du. Da sind nämlich auf einmal 3 Spieler, die Giannis Antetokounmpo verteidigen können. Und selbst wenn einer der 3 mal einen schlechten Tag hat, dann verteidigt der andere ihn halt nochmal öfter. Hey, wir sind in den Playoffs. Und wenn Giannis dann nicht mehr 30 Punkte machen kann, sondern nur noch 20, immer noch ein gutes Spiel macht, aber dann fehlen dir vielleicht 3-4 Punkte. Ja, genau. Das ist genau das, was ich und halt meine. Ne? Da kann halt bei den Bucks, ich meine, Chris Middleton ist ein super Spieler, aber der kann vielleicht in einem Spiel mal übernehmen. Vielleicht auch in einem zweiten. Aber du musst halt 4-mal gewinnen. Ja. Und deswegen glaube ich auch, die Bucks kommen nicht in die Finals. Nee. Und dann heißt dein Final Lakers gegen Celtics. Ja. Und meins heißt Lakers gegen 76ers. Ja.
Wir glauben beide, die Lakers gewinnen. Ja, ich muss noch ganz kurz sagen, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie unterbewusst drüber nachgedacht habe, warum ich das so tippe. Ich glaube tatsächlich, dass das von den Teams her so aufgeht. Und es wäre halt einfach krass, weil Kobes Team, die Lakers, gegen das Team seiner Geburtsstadt spielen. Ne? Kobe ist in Philly geboren. Oh. Wenn ja, die Finals so gehen, ja, das wäre natürlich sehr emotional. Das würde mich ziemlich fertig machen, glaube ich. Ich bin aber nach wie vor dabei, die Lakers werden dann Champion. Ja, finde ich auch, ja. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen kurz auf Pause, räumen um, weil wir noch über unsere Lieblings-Kinderserien reden. Bis gleich, Leute. Back in the game. Wo sind wir wieder? Leute, bevor wir über die Kindheitsserien reden, muss der Flo nochmal kurz die Augen zumachen. Oh nee, warte. Du musst ja die Challenge. Ich weiß selber nicht, was jetzt kommt. Ja, ich habe eine Challenge. Ja, pass auf. Wir wollten ja heute über Kindheitsserien reden. Und dann bin ich so ein bisschen bei Spotify durch so ein paar Playlists gegangen. Unter anderem Anime-Hits, Volume 1 bis 6. Boah, dann habe ich die ganzen Klassiker raus mir angehört. Digimon, Beyblade, Pokémon, Dragon Ball, Inuyasha, Ranma 1,5. Dann habe ich mir so gedacht, so boah, die Lieder sind alle geil. Aber welches ist das absolute Favorite-Lied der Welt? So. Okay. Und du hast eine Woche Zeit, dir sämtliche, Songs anzuhören. Boah, ich will nicht anhören, die kenne ich alle aus. Ja, oder ne, die catchen mich alle. Die haben so geile, das sind irgendwie, 100%, ich will jetzt nicht sagen, musikalische Meisterwerke, aber ohne Scheiß. Du hörst die und du gehst mit, du hast da sofort im Kopf Szenen und so, und das ist unfassbar schwer, sich da ein Song rauszusuchen, der Favorite ist. Aber du machst das auch, oder? Ich mach das auch. Ja, okay, das können wir gerne machen. Ich mach das auch. Kein Problem. So. Du hast ja schon einige Serien gerade genannt, ne? Mach jetzt eher die Augen zu. Mach die Augen zu, bevor wir jetzt anfangen. Augen habe ich zu. Leute, ich öffne das Paketchen. Was? Ich öffne das Paketchen. Mach die Augen auf, Junge. Nee! Oh! Hetz! Mit Goofy! Ja! Es gab so viele Figuren, es gab die nur im 5er-Pack zu bestellen. Jo. Aber ich dachte, ich muss den mit Goofy nehmen für dich. Ah. Du kannst aber auch Daisy haben oder Minnie. Na, ich Goofy, Junge. Goofy. Geil. Ey. Und es ist noch ein extra Paket. Nee. Jawohl. Deswegen packen wir jetzt schnell aus und essen Pets, während wir über Kinderserien reden. Okay. Vielleicht sollten wir unterscheiden, Kinderserien, ich krieg gar nicht auf hier. Sind Kinderserien für dich auch die Animes, die du halt geguckt hast? Also alles komplett, okay. Alles. Okay. Soll ich einfach mal anfangen? Ja, gerne. Okay. Mal, ich muss eben gucken, welchen Geschmack. Welchen hast du? Ich hab, Kirsche, Orange, Zitrone. Kann das sein? Ja, guck mal, hier ist noch mehr. Es gibt auch Kirsche hier. Ja, du hast Erdbeer, glaube ich. Ach, das ist, dann ist das Erdbeer, ja. Okay. Boah, welchen nimmst du? Ich nehme Erdbeer. Aber wie geht der nochmal raus? Ah, ziehen, ne? Und dann rein, okay. Boah, ich weiß das gar nicht mehr, Junge. Das auch nicht mehr. Leute, kennt ihr noch Pets? Wisst ihr, wie man die befüllt? Wahnsinn, ey. Hashtag Ingenieurflow. Ja, Ingenflow. Ingenflow. Okay, ich fange mal an. Ich durfte als Kind nie RTL 2 gucken. Das war so der verbotene Sender. Und deswegen habe ich halt viel Super RTL geguckt. Und auf Super RTL gab es, wo ich ganz klein war, ne? So. Super RTL gab es einige Serien, die ich. Oh mein Gott, die riechen noch so wie früher mal. Boah, yo, Junge. Das sind die Kloreiniger, aber geil. Findest du? Ich finde, das ging immer bei den Dingern. Gibt es halt viele Serien, die ich nicht so verfolge. Ach, scheiße, Junge! Alle Pets offen? Nein! Das hat sich früher als Kind früher angefühlt, als würde man so eine Knarre laden. Ja, ne? Boah, Junge, ich krieg's nicht mehr hin. Ich krieg keinen mehr rein, Junge. Ich krieg keinen mehr rein. Ah, Flo, ey. Ich versage kläglich. Also eine Serie, die ich sehr gefeiert habe, war Galactic Football. Galactic Football? Ja, Mann. Was ist das denn?
Galactic Football, es war so eine, es gab also so eine, ja, jetzt mal Welt, so aus verschiedenen Planeten und so. Und es gab, ich bin noch nicht fertig, warte. Und, Junge, Stößchen, gönn dir bei den ersten Pets seit gefühlt, weiß nicht. 20 Jahren. Bestimmt mindestens 20 Jahren. Welchen Geschmack hast du? Zitronen, ne? Zitrone. War ja auch noch. Das ist immer noch geil. Weil als Kind war das so cool, wenn du noch welche übrig hattest in der Tasche, Mann. Oh, geil, Junge. Ich finde es auch so cool, dass wir erwachsen sind und anstatt die Verpackung aufzumachen und die einfach so zu essen, nein, die müssen die in den Pets stehen. Ja. Geil. Also Galactic Football ist so ein bisschen, es gab halt verschiedene Teams und die haben dann halt, also wenn ihr das Spiel Rocket League kennt, die Fußballstadien sahen auch so aus wie Rocket League und die hatten halt auch, okay, das war kein normales Fußballspiel, die hatten halt auch so ein bisschen so ein paar so Fähigkeiten, so einen Turboschuss und so, sind da so rumgereist und haben gegen andere, komplett andere Teams gespielt. Das war auf Super RTL? Ich glaube, das lief auf Super RTL. Wie sahen die denn aus, Mann? Hast du ein Bild da? Mhm. Das sagt mir überhaupt und, gar nichts. Das habe ich tatsächlich viel geguckt. Tick. Kennst du, das muss ich dich direkt als erstes fragen. Ach, Entschuldigung, dass ich mit vollem Mund rede. Die Pets, boah, ist, ich habe meine Packung fast leer. Es gab nur 3 Staffeln. Mhm. Die Serie kennen erstaunlich wenig, ja, Leute. So sahen die aus. Und die haben halt Fußball gespielt. Ich habe die Figuren schon mal gesehen, aber kennt das jemand von euch? Wie heißt die Serie? Galactic Football. Kenne ich nicht. Okay. Aber die lief bis 2011 tatsächlich. Da bin ich jetzt gespannt, weil ich habe auch eine Serie, die ist so ähnlich, die kennt aber kaum jemand. Ach ne, lief auch, das lief auf RTL 2, sorry. Okay. Lief auf RTL 2. Jetzt bin ich gespannt. Kennst du noch Mighty Ducks? Yo. Diese Eishockey-Enten? Du kennst die? Kenn die. Junge, bester Mann. Bester Mann. Oder, wie hießen denn die so T-Rex Heroes? Ne, wie hießen die? Street Sharks. Ah ne, du meinst Extreme Dinosaurs. Extreme Dinosaurs. Extreme, Extreme, Extreme Dinosaurs. Genau. Boah, habe ich auch geguckt. Dann noch Weihnachten und Coca-G, klar. Habe ich auch aufgeschrieben, so gut. Immer geguckt. Chip und Chap habe ich noch. Räuber, Diebe. Boah, ich Darkwing Duck, Mann. Ja, ja. Ah, nee, das war, ich habe jetzt aber ein anderes gesungen. Chip, Chip, Chip. Nee, ich habe Chip und Chap gesungen. Und ich habe Chip und Chap gesungen. Darkwing Duck, ja, habe ich auch geguckt. Und darf ich einmal Zitrone probieren, ja, Mann? Probieren wir mal hier. Und, Boah, Zitrone ist auch krass. Ich glaube, als Kind habe ich am häufigsten Zitrone gegessen. Ich erinnere mich extrem an den Geschmack gerade. Ja, es gibt so unfassbar viele Serien. Ich muss jetzt einmal eine Lanze brechen. Ich weiß nicht, wie das bei den Zuhörern ankommt, aber Sailor Moon. Sailor Jupiter war, glaube ich, der erste Crush meines Lebens. Noch vor Misty von Pokémon, Mann. Habe ich nicht geguckt, aber gesagt zu Ende. Nein, jetzt lass mich nicht hängen, Junge. Oh. Nein, weil ich habe RTL 2 relativ spät entdeckt und da waren natürlich so viele andere Serien, ja, das stimmt, die interessanter waren für mich. Halt unter anderem Digimon, Monster Ranger. Oh, Junge, ich finde das so toll, dass du gerade Monster Ranger nennst, weil ich gucke gerade tatsächlich Monster Ranger wieder. Ich bin irgendwie bei Folge 58 oder so. Es ist so eine gute Serie, so düster auch teilweise. Krass, dass du die genannt hast. Ich muss auch gestehen, Pokémon, ich habe viele geguckt, aber ich habe nie, also ich kann nicht sagen, ich habe alle Folgen. Nee, Junge, du isst sie so! Nein! Oh nein! Was machst du? Oh. Das ist schon leer, Junge? Krass. Ja, Mann, ich habe richtig Hunger. Ich war heute die ganze Zeit nur im Auto und war dann joggen und bin dann direkt hier hingefahren. Und deswegen, was habe ich noch? Es gab noch eine, ja, also Digimon habe ich viel geguckt. Aber die späteren Folgen, Yu-Gi-Oh! Habe ich sehr viel geguckt. Mhm. Yu-Gi-Oh! War der Hammer. Yu-Gi-Oh! War viel. Detektiv Conan. Yo. Viel geguckt. Kennst du noch Chin-Chan? Hast du das mal gesehen? Was der mit dem nackten Popo immer? Ja! Ich fand den so cool, Mann. Ja. Ey, das war so eine coole. Die muss ich, glaube ich, auch mal wieder gucken. Chin-Chan. Dieser Rotzlöffel einfach nur.
Wir gönnen dir ein Pets von mir. Wie auf dem Schulhof, so schön am Teilen. Ja, nimm dir. Mann, ich will gleich Kirsche probieren. Es gab dann natürlich auf Super RTL noch so ein paar. Sex Every Show. Du nennst echt die besten. Hammer. Sex Every war der Hammer. Oggi und die Kakerlaken. Wen gab's denn nochmal alles bei Sex Every? Ich weiß es nicht mehr. Doch, Oggi und die Kakerlaken. Cat Dog. Cat Dog. War auch gut. Kennst hey du noch Arnold. Die Biberbrüder? Ja, Biberbrüder, Hey Arnold. Doug Funny. Doug Funny, muss ich sagen, ist, glaube ich, im Nachhinein sogar meine Lieblingsserie. Echt? Weil ich fand eine typisch Andy, fand ich gut mit Streichen und das so. Das habe ich nie gesehen. Typisch Andy. Ich weiß nicht, ob ich dann auf einmal Andy. Zu alt war. Das ist geil. Typisch aber Andy, will ich mir jetzt sogar noch angucken. In meinem Kopf kam diese Serie erst raus, als ich zu alt war. Also ich habe die irgendwie nie gesehen. Ich weiß nicht, warum. Deswegen, ich kann nichts Gutes und nichts Schlechtes sagen, tatsächlich. Ich habe gar keine Ahnung. Wie professionell du das da reinmachst, Junge. Was soll das sein? Und was habe ich hier noch? Prince of Bel Air habe ich noch. Ja, habe ich. Ja, habe ich nie so viel geguckt. Full House? Ja, auch nicht. Oh, Full House ist eine richtig coole Serie, Mann. Dann, ich habe noch die Kickers. Habe ich nie. What? Viel, also nicht viel geguckt, ein paar. Oh, jetzt Kirsche. Kommt keiner raus, Junge. Jetzt. Ja. Es gab noch eine NASCAR Racer. Super. Krass, die habe ich auch nie gesehen. Ich habe noch aufgeschrieben, Gargoyles. Ja, ja. In einer Welt. Genau, Gargoyles. War das nicht Batman, der Sprecher? Das war auf jeden Fall so richtig tief und böse. Stimmt, Gargoyles. Mhm. Und natürlich die Power Rangers, Mann. Habe ich nicht geguckt. Werde ich nie vergessen, ich durfte immer... Ich glaube, samstags mittags liefen die, da war ich oft bei meinen Großeltern, hab die dann geguckt und montags im Kindergarten haben die Jungs das dann immer nachgespielt, die Folge, das war so cool. Eine Serie muss ich noch sagen, die habe ich auch geguckt, als ich klein war, immer bei meiner Oma, also zwei Serien, du wirst mich jetzt auslachen, aber das verbinde ich mit meiner Oma total. 17 Uhr, Niedrig und Kuhn, Kommissar Wimpeln, auf Sat 1. Ich muss ehrlich und sagen. Und danach Lensen und Partner. Und meine Oma, Partner kenne ich auch. Meine Oma hat mir immer für 17 Uhr immer einen Döner geholt und dann konnte ich beim Döner essen. Ein Döner, Niedrig, geil. Niedrig und Kuhn gucken. Ja. Das also Lensen und Partner kenne ich noch. Ja. Niedrig und Kuhn habe ich 100% auch geguckt. Aber ich habe keine Ahnung, wie die aussehen. Und? Da war mein erster Crush bei. Und zwar Dr. Lenz. Nee. Weißt du den Nachnamen von der Kommissarin Schmeuser? Vorname weiß ich nicht. Hauptsache ich habe irgendwie mit 7 so eine Comicfigur heiß gefunden und du dann irgendwann mit 15 eine echte Person. Nee, war viel, viel später. Viel, viel früher, Junge. Ich habe noch zwei Serien, die Junge, ich nicht genannt ja, haben. Ganz links die. Blonde. Die kenne ich sogar. Ja, ja, ja. Ist das nicht? Das ist doch so eine Schauspielerin, ne? Ja, ja, sicher. Das ist eine Serie. Das ist eine Schauspielerin. Wie bescheuert die andere da aussah. Ey. Wie heißt die nochmal im echten Leben, die Schauspielerin? Weiß ich nicht. Die kommt mir so bekannt vor. Oh scheiße, ich muss mich anziehen. Oh, warte, dann sage ich noch schnell zwei. Und zwar haben wir noch vergessen, Gummibärenbande. Ja, Gummibärenbande. Und Disneys große Pause. Und Captain Baloo und eine tolle Kühe. Die habe ich sogar, haben wir die noch nicht genannt? Es ist Zeit, denn der Podcast ist vorbei. Flo muss jetzt zum Date und ich guck gleich Captain Baloo und seine Crew. Leute. Danke nochmal für die nette Überraschung hier mit Pets. Lasst eure Lieblingssüßigkeiten in den Kommentaren. Hashtag FlirtyFlo. FlirtyFlo. Tippt die NBA. Wir können am Ende gucken, wer recht hatte und wer nicht. Leute, macht euch noch ein schönes Wochenende. Genießt die Woche. Genau. Wir wünschen euch wenige Tönnies der Woche und viele Highlights. Viele Highlights. Schickt uns eure Songs der Woche. Wir teilen alles miteinander. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.